Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brawl Stars hier auf dem Kanal. Ich bin nochmal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Im letzten Video haben wir uns ja hier Rosa geholt, ein neuer seltener Brawler. Und da wurde gerade Rosa released, also das letzte Video habe ich aufgenommen, so eine Minute nachdem Rosa released worden ist. Dann habe ich sie mir sofort geholt, weil sie eben im Shop um 19 Juwelen zu kaufen war. Und dann ist uns was richtig Cooles passiert, und zwar habe ich dann eine Juwelenjagd hier gestartet und auf einmal waren 6 Rosas am Spielfeld, also 3 Rosas im gegnerischen Team und 3 Rosas in meinem Team. Und normalerweise versucht ja Brawl Stars das alles so zu balancieren, dass wirklich in jedem Team nur einmal der ein und derselbe Brawler ist, zum Beispiel nur einmal Bo, nur einmal Dynamite und nur einmal Rosa. Nur haben so viele Spieler im letzten Video, als ich aufgenommen habe, gleichzeitig mit Rosa spielen wollen, dass es nicht anders möglich war, als die Spiele so zu ranken. Und genau das werden wir heute nochmal probieren hier, dass das funktioniert. So, jetzt normalerweise, verdammt, wir haben einen, wir haben leider hier einen Frank im gegnerischen Team, ansonsten hätte das wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Schade. Aber na gut, wir haben trotzdem mal 5 Roses hier auf einem Feld. Wir werden natürlich heute noch ein paar mehr Runden spielen. Vielleicht funktioniert es ja im nächsten Match. Deswegen bleibt mal auf alle Fälle dran, Leute. Und wenn euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, hier einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du neu hier bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Und habt ihr schon mal geschafft, dass wirklich 6 gleiche Brawler auf einem Spielfeld waren? Dann schreibt mir das unbedingt rein in die Kommentare. Weil ich finde das schon ziemlich, ziemlich witzig. So, Frank ist weg. Komm, wieder unten. Die sollten wir schon schaffen. Nein, verdammt, da bin ich leider in den Superskill rein von Frank. Gegner haben 7. Eigentlich möchte ich ja nur, dass die Runde schnell vorübergeht, damit wir hier noch ein Spiel starten können, wo wir hoffentlich dann mit 6 Rosas am Feld sind. Yes. Ja, da sollte ich mich nicht reinhauen, obwohl ich ein Schutzschild habe. Das Schutzschild absorbiert ja nur 80% des eingehenden Schadens. Und deswegen ist Bam zusammen mit Rosa ein ziemlich, ziemlich fette Kombination, weil die 20%, die Rosa Schaden nimmt, werden dann vom Superskill von Bam easy geheilt. Ja, mal so wenig und man wird dann so gierig. Aber egal, wir verlieren ja zum Glück keine Pokale, weil wir noch nicht so viele Pokale hier haben mit Rosa. Und wir probieren es gleich nochmal. Es funktioniert wirklich nur, wenn bei der Spielersuche sofort 6 von 6 Spieler gefunden hier aufpoppt. Ansonsten funktioniert das Ganze hier nicht. Deswegen drücke ich auch immer auf Verlassen, sobald nicht 6 von 6 steht. 2 von 6 ist schon verloren, weil da sucht dann Brawl Stars einfach länger. Länger das Ganze und deswegen funktioniert das dann nicht. So, es sieht fast aus, als hätte ich jetzt mein Spiel etwas hier überfordert. Deswegen würde ich sagen, wir schließen hier kurz Brawl Stars und öffnen es gleich mal wieder. Ja, da habe ich wohl zu oft auf Spielen und Verlassen gedrückt. Nicht, dass ich hier irgendeinen Bann bekomme oder so. Ah, verlassen. Obwohl, es geht ja auch nicht sehr schnell, wenn man hier wirklich drinnen bleibt. 2 von 6. Es sind wirklich nur diese 2 Roses, also eine im gegnerischen Team und eine im eigenen Team, was ja ich bin, die diese 2 Spieler ausmachen. Und da gibt es ja momentan genügend. So 3 von 6, 2 von 6. Und es ist halt momentan so, dass wirklich in jedem Team eine Rosa zu finden ist. Im Showdown sieht es anders aus, wie gesagt. Da sind einfach 10 Rosas die ganze Zeit auf einem Spielfeld. Ah, 3 von 6. 2 von 6. Ja, vorher hat es so schnell funktioniert. Und jetzt haben wir das Spiel wieder überfordert. Es wird jetzt schwieriger. Ich glaube, jetzt spielen auch nicht mehr so viele Rosa. Oder eben, es spielen noch mehr Rosa. Weil nicht alle direkt gleich zu Beginn... 6 von 6, wie sieht's aus? Yes, Leute, 3 Rosas im gegnerischen Team und 3 Rosas in unserem Team. Es hat funktioniert, es hat funktioniert. Man braucht nur etwas Geduld und schon schafft man das. Wow,
Das geht ziemlich gut. Ist da irgendeine Rosa schon auf einem höheren Rang in unserem Team? Die von Benji zum Beispiel. Oh. Nein, der hat es auch auf 5000. Immer schön einsetzen. Immer schön den Superskill spammen, damit man hier einen Schutz hat. Was sehr, sehr gut funktioniert. Er ist schon wieder da. Wow! Ah, die da oben. Die wäre fast weg. Die wäre fast weg. Die hat nur noch... Ja, aber das Problem ist eben auch bei den Gegnern, sieht das mit dem Superskill genau gleich aus. Acht! Yes! Ah, verdammt! Komm, mach die kaputt! Mach die kaputt, ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. So, blaues Team, 10. Komm, zieht euch zurück, Leute. Zieht euch zurück. Besonders der Spieler mit den 9. Ich hole mir den auch noch, dass wir auf der sicheren Seite sind. Ah, 2, 1. Yes! Und da haben wir dann auch gleich mal gewonnen. Es hat funktioniert, ihr seht schon hier. Es sind einfach 6-mal rosa auf einem Spielfeld. Mega, mega genial. Ich feiere das total, dass das so funktioniert. So, und wir sind auch schon bald bei den 4100 Pokalen. Vielleicht gleich, weil wir probieren gleich nochmal hier ein Spiel zu starten, wo wir 6 Rosas auf dem Feld haben. Oder wir gehen in den Showdown und haben gleich einmal 10 Rosas auf dem Spielfeld. Was ja auch sehr interessant ist, weil ich glaube, hier spielt momentan auch jeder Rosa. Jeder möchte herausfinden, wie dieser Brawler so ist. Beim Showdown. Ah, oh, wow, wow. Der hat 6500. Der hat den schon recht hoch. Der hat den schon recht hoch und natürlich wird der jetzt mich verfolgen. Ah, es ist C. Das ist C. Der war von Beginn an schon stärker. Und jetzt verfolgt er mich natürlich auch noch abgegradet. Aber ihr seht schon, es sind einfach nur Rosas am Start. Es sind nur Rosas am Start. 10-mal. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer Brawler hier am Feld ist. Es wäre halt cool, wenn ich irgendwo ein Power-Up mir holen könnte. So, 8 übrige Brawler. Ja, hatte schon 6400. Da muss wohl extremst viele Kisten hier geöffnet haben, um sich hier Rosa zu holen. Wow! What? 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 Okay, so. Ich möchte wenigstens in so einem Rang kommen. Da geht der runter. Ja, der geht runter. Das heißt, ich kann da oben drüber, ohne Schaden zu nehmen. So, wir gehen jetzt einfach da oben drüber, nehmen ein 1000er Schaden. Er weiß natürlich, wo ich rauskomme. Ja. Aber mein Power-Up bekommst du wenigstens nicht. Es sind noch 6 Brawler hier im Start. Mein Power-Up bekommst du nicht. Ich gehe extra weit weg, damit du das nicht bekommst. So. Oh, er probiert's. Er holt sich's wirklich. Er holt sich's wirklich. Hätte ich nicht gedacht. So, komm, mach den alle. Nein. Ah. Na gut, wir bekommen plus 4. Platz 6 und trotzdem plus 4 Pokale. Not bad. Not bad. Und wir steigen hier mit Rosa auf Rang 4 auf. Könnt ihr mir natürlich hier viele Kisten öffnen und auf Power-Ups von Rosa hoffen, damit ich die upgraden kann. Hm, aber holen wir uns hier... Soll ich die holen? Nö. Clevis, sorry. Somit habe ich eigentlich auch schon 23 Brawler. 2 fehlen mir noch. 2 fehlen mir noch, dann hätte ich alle. Das wäre richtig cool, wenn wir das schaffen würden. Crow wurde ja auch verbessert, habe ich aber seit dem Buff noch nicht gespielt. Komm, wir öffnen wenigstens mal... Öffnen wir diese 3 Kisten, damit wir hier auf die... auf die 20 Kisten kommen. Vielleicht haben wir ja Powerpunkte. Vielleicht haben wir ja Powerpunkte. Crow, wie man auch immer nennen will. Pam, okay, plus 5. El Primo, plus 6. Schade, da ist das Glück nicht so mit mir. Aber na gut, Leute, wir haben heute 6-mal rosa bei der Juwelenjagd gesehen und 10-mal rosa beim Showdown. Richtig, richtig krass. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Falls ihr neu bist, bedanke ich mich natürlich sehr über ein Abo von den Freunden. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Und ja, haut rein, Leute. Ciao.